Es ist nicht nur heiß, was Mario Draghi da am Donnerstag präsentiert hat, meine Damen und Herren. Auch die Derivate, die wir heute beim Aktienspiel ins Rennen schicken, die sind mehr als heiß. Damit herzlich willkommen zum Bernecker Stammtisch. Bei mir zu Gast heute Stefan Schmidbauer, Redakteur vom Bernecker Börsenkompass. Matthias Reiner, Investmentstratege aus dem Hause Bernecker und Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Bevor wir loslegen und gucken, was Draghi da veranstaltet hat, schauen wir schnell noch, wer die Runde zahlen muss, meine Damen und Herren. Und da sehen wir, es ist Georg Suches, der Double-Gewinner der letzten Woche oder der letzten vor zwei Wochen, konnte seinen hohen Ansprüchen nicht gerechtfertigt oder nicht gerecht werden. Wir sehen es hier. Der Schein auf die Deutsche Bank im Minus. Oliver Kantem, den feiern wir mit Morphosis, 10% plus gemacht. Walter Thyssen mit S&P Schneider auch 6,36%. Und ja, Tyson Foods, habe ich gesagt, ich wollte damit nicht gewinnen, aber immerhin auch noch im Plus. Ich wollte die Aktie vorstellen. So schnell kann man sich's auch schönreden, meine Damen und Herren. Platz 3, okay, aber immerhin nicht im Minus. Kommen wir zum Super Mario. Herr Klinzing, den Einlagezins hat er gesenkt um 0,1% auf minus 0,4. Dann hat er das Anleihenkaufprogramm aufgestockt auf 80 Milliarden Euro im Monat und er hat den Leitzins auf 0. Also die EZB verschenkt ihr Geld jetzt. Mhm. Ist das der große Wurf, auf den man gewartet hat? Ja, es ist die Frage, ob die EZB überhaupt noch in der Lage ist oder Notenbanken generell in der Lage sind, irgendwelche Stimuli herbeizuführen. Natürlich, der Kapitalmarkt, der feiert das ab. Wir sehen Kursgewinne, der DAX war heute schon wieder bis 9.000 oder gestern schon bis 9.980. Aber ich habe da ehrlich gesagt große Zweifel. Für die Banken ist das natürlich desaströs. Sie können ihr Zinsergebnis nicht weiter aufbauen. Alle Banken klagen auch schon darüber. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass Mario Draghi sich diesbezüglich dann nochmal ein bisschen vorsichtiger äußert. Denn ob dieses Negativzinsszenario überhaupt Wirkung zeigt, wir hatten ja in Dänemark, in Schweden und in der Schweiz schon mal solche Experimente mit negativen Zinsen. Und es hat die Kreditvergabe nicht gesteigert. Und jetzt ist natürlich die Frage, was will eigentlich eine EZB bewirken? Will sie die Wirtschaft stimulieren? Will sie den Bankenspielraum verschaffen? Das beides wird mit diesen Negativzinsen bzw. mit diesen so starken Negativzinsen mit Sicherheit nicht erreicht werden. Das zeigt die Realität. Aber Mario Draghi fährt da weiterhin seinen Crashkurs. Ich halte das für sehr negativ. Ich bin da jetzt nicht alleine. Das sieht ja die Mehrheit der Analysten auch so. Die Ziele, die die EZB damit hat, die werden damit nicht erreicht, weil man ja in der Vergangenheit gesehen hat, dass das ein untaugliches Mittel ist. Natürlich freut sich jeder über jetzt das zusätzliche Liquidität, die an den Markt kommt. Das wird die Assetpreise weiter in die Höhe treiben, vielleicht auch zu Blasen führen. Das ist gar nicht auszuschließen. Also ich bin da insgesamt sehr skeptisch und ich denke, das wird über die mittlere Frist genau die gegenteilige Wirkung haben, wie sich die EZB davon verspricht. Breites Nicken hier am Tisch, du bist sowieso kein Fan von diesen Aktionen. Du meinst trotz all Dingen, das wird gar nichts nützen. Gut, wir haben ja jetzt, wir sind ja quasi jetzt ein Jahr nach Start dieses europäischen QE-Programms und wenn wir auf die nüchternen Fakten gucken, sehen wir, es hat überhaupt nichts gebracht. Also auch die Ausweitung deiner Meinung nach totaler Schwachsinn? Ja, man kann das eigentlich so unterschreiben, wie das Herr Klinzing gerade eben vorgetragen hat. Einmal mehr hat sich die EZB als Erfüllungsgehilfe der Finanzmärkte aufgeschwungen. Ich glaube, für die Marktteilnehmer ist wieder mal Weihnachten, die Kurse steigen. Das ist prima, aber man muss natürlich an die mittel- und langfristige Perspektive denken. Und da haben wir in den letzten Jahren einfach gesehen, dass die Zinspolitik, wie sie betrieben wird, von der EZB nicht gefruchtet hat. Insofern fragt man sich, wenn viel nicht hilft, warum packe ich da noch mal eins drauf und dann mache ich noch mehr. Ich glaube, es wäre an der Zeit, mal neue Konstrukte sich zu überlegen, mit neuen Aspekten, mit neuen Ansätzen daran zu gehen und die alten Mittel, die werden irgendwann erschöpft sein. Man tritt das Gaspedal immer weiter durch, irgendwann ist man am Blech angekommen und dann ist natürlich die Frage, wie geht es dann weiter? Das ist die nächste Frage nachher, Rainer. Ist das Limit eigentlich jetzt schon erreicht? 80 Milliarden Euro im Monat, Einlagezins 0,4. Dann haben wir jetzt den Leitzins auf 0 gesenkt, quasi, wer von der Bank kommt und sagt, ich brauche ein paar Dollar oder ein paar Euro, sagt der Draghi, Junge, nimm mit, brauchst du auch nichts für zahlen. Hat der überhaupt jetzt noch eine Steigerungsmöglichkeit oder ist jetzt der Köcher auch wirklich leer?
Nein, würde ich nicht sagen. Also Draghi ist, denke ich mal, alles zuzumuten. Mhm. Und es gibt ja den Spruch, the sky's the limit. Und auch was die numerischen Zahlen jetzt des Programms angeht, die sind natürlich bis ad infinitum im Prinzip extrapolierbar. Also es kann auch durchaus eine Vorstellung irgendwann sein, dass er monatlich 200 Milliarden an Einkäufen zulässt. Dass dann vielleicht der Einlagenzinssatz auf minus 2% eben geht, der Leitzins auf minus 1%, vielleicht irgendwas. Und grundsätzlich mal rein mathematisch ist da unter Draghi, denke ich mal, alles vorstellbar. Und deshalb weiß man auch nicht, wo da das Ende liegt. Aber dann würde es wahrscheinlich auch eben dazu kommen, dass dann irgendwann der Euro, wenn ich mal diese Zahl so überspitzen würde, die ich in den Raum gestellt habe, dass der wahrscheinlich nur noch 50 Cent zum Dollar irgendwann wert wäre. Und dass er es spätestens vielleicht dann doch entweder geschafft hat, die Wirtschaft zum Kollaps zu bringen oder doch mal 2% Inflationsrate zu generieren. Das wären dann wahrscheinlich in etwa die Bilder, die sich daraus entwickeln würden. Aber das zeigt halt also wirklich auch schon, wie es der Klinzing und der Schmidbauer gesagt haben, dass da, denke ich, die Wirtschaft also auf einem absoluten Weg der absoluten Disziplinlosigkeit eben auch ist, wo dann wahrscheinlich in der Realwirtschaft so gut wie eben nichts mehr ankommt. Und selbst so ein wissenschaftlicher Monetarist, der vom Namen vielleicht bekannt ist, der Friedman, hat ja auch schon anerkannt, selbst als Monetarist, dass dieser sogenannte Grenznutzen immer weiterer Geld- und Liquiditätsstiftungen doch irgendwann exponentiell anfängt abzunehmen, dass da also überhaupt nichts mehr wie gewünscht in der Realwirtschaft ankommt. Und ich denke auch, also dass wir an dem Punkt im Prinzip in der Eurozone schon längst angekommen sind, also insbesondere in den Südländern. Ja, Maßlosigkeit ist ja eine Sünde, ne, Herr Klinzing, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Aber anstatt dass die Banken jetzt überlegen, wie sie das Geld an den Mann bringen, überlegen sie, wie sie das Geld an der EZB vorbeischleusen, um eben diesen Einlagezins zu umgehen. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wie machen die das überhaupt? Da kommt ja keiner mit dem ganzen Geldkoffer vorbei und sagt, na hier aber unser Geld und morgen früh holen wir es wieder ab, sondern wird ja einfach überwiesen. Kann man sich das sparen? Warum muss das überhaupt über Nacht zur EZB? Andere sagen, baut euch einen Tresor, legt die Kohle rein und gut ist. Ja, das sind ja Buchungsgelder und es gibt ja auch einen Mindesteinlagesatz, den die EZB von den Banken verlangt, einfach als Sicherungshinterlegung. Aber es ist schon in der Tat so, wir haben das ja jetzt auch vor zwei Wochen in Japan gesehen, dass wegen dieses negativen Zinssatzes die Interbankenkreditvergabe um über 70% eingebrochen ist, weil sich das für die Banken einfach nicht lohnt, sich gegenseitig das Geld zu leihen. Und das kann auch schnell mal in so einen Credit Crunch führen und dann schauen aber alle ganz blöd aus der Wäsche. Ja, das kann. Aber dann holt der Mario halt noch eine dickere Bertha raus, ne? Muss man jetzt einfach, ist ja Aktien jetzt wieder das Nonplusultra? Wird der DAX jetzt wieder explodieren, weil ja im Grunde genommen keiner weiß mehr, wohin mit dem Geld? Ehrlich gesagt glaube ich, dass an den Märkten so langsam ein Sättigungseffekt eintreten wird. Man merkt es ja auch, es war im Vorfeld spekuliert worden, dass die monatlichen Anleihekäufe so rum 5 bis 10 Milliarden nach oben gefahren werden. Jetzt hat er ein Drittel draufgepackt von 60 auf 80 Milliarden. Einfach um nochmal einen Überraschungseffekt zu liefern. Das heißt, so viel ist schon notwendig, um überhaupt noch einen Effekt dann hervorzurufen. Und ich glaube, dass die Marktteilnehmer auch irgendwann an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, wir sind jetzt übersättigt, im Prinzip ist genug Geld im Umlauf und irgendwann wird dieser Punkt einsetzen, wo man sagt, mehr bringt jetzt auch nichts mehr. 80 Milliarden kann, im Monat, kann die EZB dafür überhaupt noch so viel aufkaufen oder kommt jetzt im Nachhinein dann die Diskussion, was kaufe ich überhaupt noch für 80 Milliarden? Staatsanleihen sind weg, dann kommen wir zu Unternehmensanleihen, irgendwann fangen sie vielleicht sogar an, Aktien zu kaufen. Also die 80 Milliarden müssen ja auch erstmal rausgehauen werden. Ja, also das zeigt eben auch, in welche Nöte da die EZB mittlerweile gekommen ist und auch das ist für mich irgendwo ein Faktor der Disziplinlosigkeit, weil im letzten Schritt der Ausweitung vom Anleihenaufkaufprogramm haben sie ja auch zum ersten Mal Aufkäufen eben von kommunalen Anleihen und auch von Anleihen von Bundesstaaten zugestimmt und jetzt im nächsten Schritt der damit ja einhergehenden Bonitätsverwässerung und des gesamten Anleihenportfolios sind jetzt eben als nächsten Schritt diese Non-Financial Corporates, also Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor entspringen, dabei. Und ist klar, wenn dann jetzt eigentlich wahrscheinlich die Betonung liegt, nur Unternehmensanleihen, die nicht aus dem Finanzsektor kommen, wäre der logische nächste Schritt, dass er dann logischerweise eben auch Finanzanleihen eben zulässt. Und irgendwann wird schon mal dann von der EZB vielleicht noch alles das aufgekauft, was Bonität, Junk, also C oder
oder schlechter hat und dann am Ende sind wahrscheinlich die Aktien dran. Also so könnte man sich dann auch so einen Trend eben zusätzlicher Aufkaufprogramme von der EZB eben vorstellen. Und es geht alles, wie gesagt, in alles unisono in Richtung zunehmender finanzieller Verwässerung, Qualitätsverschlechterung und Disziplinlosigkeit. Ja, ein Hoch auf die Glücksritter. Da sagen wir, Herr Draghi, Sie wollen kaufen, Sie wollen kaufen. Ist die EZB überhaupt noch ein eigenständiges Institut oder wird die einfach jetzt nur noch von den Märkten vor sich hergetrieben und da stehen die mit der Peitsche und sagen, ja, Mario, mach. Ja, der Mario Draghi, der hat sich ja schon immer als unabhängig gezeigt. Ich weiß noch, als er als Notenbankpräsident von Italien, ohne dem Rat Bescheid zu sagen, die Banco San Paolo gerettet hat, beziehungsweise er hat den Geld illegal zugeschustert und versucht, die damit zu retten. Die ist seither immer noch, fast schrammte jedes Jahr an der Insolvenz vorbei. Es hat also nichts geholfen. Also seine Maßnahmen, die haben schon zu seiner Zeit als Notenbankchef von Italien wenig gefruchtet. In der Bundesliga würde man jeden Trainer mit einer solchen negativen Erfolgsbilanz sofort feuern und sagen, hier, pass mal auf, bist ein netter Mann, aber such dir mal einen anderen Job. Aber die Notenbank, die ist ja unabhängig, den kann da keiner rausschmeißen. Und das ist vielleicht dann auch ausnahmsweise, ich bin ja eigentlich für die Unabhängigkeit von Notenbanken, dass die Politik da nicht reinreden, reinquatschen kann in die Geldpolitik und dass man wirklich unabhängig seinen Kurs fährt. Aber wenn man ihn unabhängig vor die Wand fährt und damit auch die ganze europäische Wirtschaft in die Grütze fährt, ist natürlich die Frage, ob das insgesamt die Ultima Ratio ist. Du hast von Weidmann gehört, ist der mit Schnappatmung am Tisch zusammengebrochen, als das verkündet wurde? Ja, der Weidmann war, soweit ich das weiß, also meine Informationen diesmal nicht stimmberechtigt. Ja, ich denke, das wird auch geholfen haben bei der Entscheidungsfindung. Okay. Aber letztlich, es ist ja nicht nur der Herr Draghi, auf dem hacken natürlich alle rum, aber da sitzen ja noch einige andere Damen und Herren, die da mitstimmen. Insofern muss man das schon ein bisschen erweitern, die Kritik, die wir da anbringen. Also der Herr Draghi ist es schon nicht alleine. Ja, aber clever gemacht, ne? Die Deutschen dürfen nicht mit abstimmen. Komm, Jungs, haut doch mal drauf. Der Deutsche hat keine Stimme, jawohl. Wir legen oben drauf. Jetzt kommt aber nächste Woche, 16. März, ist die Fed an der Reihe. Hauen die auch jetzt nochmal irgendwie auf? Was machen die? Denke ich nicht. Also ich habe nochmal den Konsens, also den Durchschnitt der Analystenerwartungen, auch was die Fed-Zinsentscheidung angeht, vergegenwärtigt. Und da geht eigentlich der breite Konsens, die breite Mehrheit im Moment richtigerweise davon aus, dass die Fed-Funds-Rate bei 50 Basispunkten oder 0,5% unverändert eben zur letzten Entscheidung beibehalten wird. Und deshalb denke ich auch, also diesmal von der Fed-Sitzung wird nichts Spektakuläres zu erwarten sein. Wahrscheinlich wird eben auch dort das Statement von der Yellen wieder so aussehen, dass sozusagen die USA pragmatisch in Wertung des allgemeinen ökonomischen konjunkturellen Umfelds die Zinspolitik marktgerecht oder auch konjunkturgerecht, wie sie sagen, beibehält. Aber ich denke eben auch, der Handlungsspielraum von der Fed ist da doch an einem einigermaßen begrenzten Maß mittlerweile eben angekommen, nachdem sich Frau Yellen ja eigentlich zu weiteren Zinserhöhungen ursprünglich mal verpflichtet hat, aber es eigentlich auch die Konjunkturdaten in den USA solche Schritte überhaupt nicht mehr zulassen. Ich dachte schon, Sie sagen jetzt, ich habe im Vorfeld mal mit Frau Yellen telefoniert, aber da kam dann nur die Analyste. Macht die Fed überhaupt was bis zur Präsidentschaftswahl? Und dann kommt der Trump und der haut dann erstmal einen raus. Ja, ich meine, Sie können sich ja jetzt nicht wieder zurückziehen, nachdem Sie den Kopf aus der Grube gesteckt haben, aus der Höhle und mal vorsichtig um 25 Basispunkte die Zinsen erhöht haben. Und dann macht es einen Knall und dann ziehen Sie schon wieder in die Höhle zurück. Das macht so eine Fed ja total unmöglich. Ich denke aber allerdings auch, dass der öffentliche Druck im Moment groß genug ist, dass sie von ihrem Vorhaben, wie es der Herr Kleiner gerade skizziert hat, die Zinsen in diesem Jahr weiter anzuheben, wahrscheinlich absehen werden, obwohl ich der Auffassung wäre, dass der US-Markt durchaus noch Zinserhöhungen vertragen würde. Der Dienstleistungssektor, der läuft ja sehr gut. Wir haben ja zuletzt auch wieder sehr, sehr gute Arbeitsmarktdaten aus den USA gehört. Und was natürlich eine Fed langfristig auch sehen muss, dass das Inflationsthema jetzt wieder langsam aufkommt. Wir haben ja jetzt wieder die Ölpreissteigerung. Ich habe jetzt diese Woche eine Studie von der Helaba gelesen, die davon ausgeht, dass die Teuerung in den USA über 3% wieder steigen wird Ende des Jahres. Und da muss auch eine Fed eigentlich mal ein Auge drauf haben. Sie ist natürlich von ihren Statuten weniger stabilitätsorientiert, als es eine Bundesbank früher war oder eine EZB auf dem Papier auch ist.
sondern sie fühlt sich ja eher dem Wachstum verpflichtet und dem Arbeitsmarkt. Aber auch der Arbeitsmarkt, der läuft dermaßen stabil und so gut, dass man tatsächlich auch nochmal 1% da draufhauen könnte. Aber heutzutage sind die Notenbanker ja nicht mehr vom Schlag eines Volcker oder Greenspan, die einfach mal auf den Tisch gehauen haben und mal was gemacht haben oder sich nebulos geäußert haben, sondern es wird immer so abgewägt und man will keinem auf die Füße treten. Also das ist so ein Durchlavieren, das sich dann natürlich auch, wie Sie richtig sagen, wahrscheinlich bis zu den Präsidentschaftswahlen und leider darüber hinaus so fortsetzen wird. Ja, Inflationsrate von 3%, der Draghi wird am Tisch tanzen vor Freude. Der wird direkt alle Hände zumachen. Ende aus, ich habe es geschafft. Der geht dann nach Hause und sagt, von mir kein Pfennig mehr. Aber wir sind in den USA, dann müssen wir nochmal zur VW gehen. Da haben sie jetzt nicht nur den Abgasskandal, sondern jetzt gibt es noch Betrugsvorwürfe und Steuerhinterziehung. Also jetzt wird da drüben also quasi alles aufgefahren. Ja, ich glaube, wir saßen hier schon mal zusammen, haben über VW gesprochen, als dieser Skandal an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und schon damals hatte ich gesagt, das wird VW sehr lange begleiten, dieses Thema. Und es wird immer wieder so sein, dass negative Nachrichten kommen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Und so sieht es momentan auch aus, wenn wir sehen, was alles noch an die Oberfläche gekehrt worden ist, dass VW eigentlich versucht hat, die ganze Geschichte unter den Teppich zu kehren. Sondern wir versuchen das mal zu lösen mit der Umweltbehörde in den USA. Vielleicht merkt es ja keiner, ist natürlich gründlich in die Hose gegangen. Und was man jetzt merkt, dass es eben nicht nur das alte Management war, das verstrickt war in den Skandal, sondern auch die Herrschaften, die momentan das Sagen haben. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem und ich bin gespannt, wie VW damit umgehen wird. Ja, Köpfchen ist ja schon gerollt in den USA, ne? Aber Herr Reiner, ist die Aktie für Sie irgendwas, wo man sagen kann, immer unter 100 Euro zugreifen, in 2 Jahren lachen wir bei 150 oder einfach sagen, Finger weg? Nee, ich war da auch schon immer grundsätzlich der Meinung, wie der Schmidt-Bauer gewesen, dass es also wirklich Prozesse sind, die über Jahre hinweg eben andauern, was sich eben auch sehr leicht schnell als Fass ohne Boden herausstellen kann. Und da denke ich halt auch einfach mal, man darf es ja nicht nur, denke ich mal in dem Fall, längst nicht mehr nur an den materiellen Gesichtspunkten festmachen bei VW, sondern natürlich auch dem dauerhaften Image-Schaden, also auch gerade gegenüber anderen Marken, die da auch in den USA drüben oder auch hier in Europa erst recht weniger im Gerede sind als VW und einfach auch der Image-Schaden gegenüber der Konkurrenz, denke ich mal, der wird VW noch Jahre hinweg eben begleiten und dort für weitere Absatzrekordmarken doch kaum herhalten und sehr hinderlich sein. Und insofern in der ganzen einfach gegen VW im Moment hochgezogenen Nachrichten und Stimmungslage bin ich VW doch weiterhin ganz klar, wenn ich es auch mit einem direkten Vergleich zu den da immer noch solider darstellenden BMW und Daimler zu tun habe, bin ich VW gegenüber noch weiterhin ganz klar auf der ablehnenden Seite. Okay, Herr Klinzing, bevor Sie das auch noch sagen, gucken wir lieber auf den Ölpreis, der ist mal wieder über 40. Also ich sehe das ja ehrlich gesagt anders. Okay, dann... Ja, für Sie ist VW die Aktie, die man haben muss, ne? Nein, ich glaube... Man muss sich mal bewusst machen, dass zum Beispiel so eine Marke von T-Mobile, USA, sehr erfolgreiches Mobilfunkgeschäft. Da wissen die allermeisten Kunden gar nicht, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Ja. Ja, weil die das so clever da positioniert haben. Und VW ist ja auch ein Mehrmarkenkonzern. Ich weiß nicht, 11 oder 12 Marken haben die ja. Und wenn jetzt VW das schlechte Image hat, dann fahren sie als Seat nach vorne oder Skoda oder Audi. Und die Mehrheit der Amerikaner, wenn sie das geschickt vermarkten, die wird gar nicht mitkriegen, dass das alles aus dem gleichen Haus ist. Und deswegen mache ich mir da insgesamt auf die Dauer keine Sorgen. Wenngleich ich natürlich auch erwarte, wie Herr Schmidt-Bauer das schon sagt, dass sich das noch weiter fortsetzen wird, dass das nicht der letzte Skandal gewesen sein wird, der uns jetzt begleitet hat. Aber VW wird das lösen und in anderthalb Jahren spricht da keiner mehr von. Da steht die Aktie auch deutlich wieder höher als jetzt, ne? Mhm. Ja. Also meine Meinung auch, ich würde unter 100 Euro immer einsammeln. Immer voll machen die Taschen. Also grundsätzlich ist die Aktie sicherlich nicht überbewertet, da brauchen wir nicht sprechen. Ich bin auch der Meinung, dass das operative Geschäft bei VW nicht schlecht aussieht. Aber gerade diese Klagen in Amerika, das ist immer ein wahrer Quell der Freude. Das zieht sich über Jahre, das erreicht Dimensionen, da wollen wir uns gar keine Gedanken drüber machen. Und sowas sorgt einfach dafür, dass das Sentiment schlecht bleibt. Und eine Aktie in einem schlechten Sentiment, das kennen wir alle, die wächst nicht in den Himmel. Und von daher gibt es, glaube ich, attraktivere Geschichten. Und Herr Reiner hat es eben angesprochen, wenn man sich die Zahlen von Daimler ansieht oder die Zahlen, auch die wir gesehen haben von BMW, dann gibt es eigentlich keine Frage, worauf man momentan setzen muss. VW, ne? Genau, habe ich doch gesagt. Herr Reiner, der Ölpreis zieht wieder an. Ist das ein Segen oder ein Fluch?
Ja, eigentlich würde ich, wenn er denn nun mal weiter anzieht, es im Moment eher als ein Segen betrachten, weil die wirtschaftliche Skepsis, die globale, die zieht sich doch immer mehr eigentlich quer über den Erdball im Moment. Und wenn man mal den Ölpreis als allgemeinen Konjunkturindikator betrachtet, denke ich, könnte das gerade von der konjunkturellen und von der Gewinnskepsis im Moment doch eigentlich sogar viele Nerven beruhigen, wenn der Ölpreis mal wieder stärker anziehen würde. Weil das dann auch gleichzeitig Signale wären, dass dieser ja nicht zuletzt sehr stark eben auch von den Saudis entfachte Preiskrieg vielleicht mal so langsam sein Ende und seinen Boden finden würde. Also von der Seite her würde ich es im Moment sogar eher positiv werten, einfach als ein vertrauenserweckendes Konjunktursignal. Allein nur, ich glaube nicht dran, dass der Ölpreis weiter nennenswert steigt. Also ich würde auch die jetzige Erholung eher mal für ein relativ kurzzeitiges Intermezzo halten und sogar denken, dass in den nächsten Wochen bis Monaten der Ölpreis sich so in die tiefsten Ranges da irgendwo zwischen 20 und 30 Dollar pro Barrel wieder vortasten wird. Ja, Herr Klinzinger, spricht Ihnen ja rein aus der Seele, ne? So ein ähnliches Szenario sehen Sie ja auch für den Ölpreis. Na, jetzt geht es noch ein bisschen hoch und dann fördern alle wieder wie blöd und dann geht es wieder runter. Jetzt haben wir sowieso auch noch Driving Season, wo sowieso mehr Öl nachgefragt wird und dann ist wieder Ebbe. Ja, das wollte ich ja Herrn Rainer über den Mund fallen und sagen, was ist das denn für ein Quatsch, aber dann hat er noch in die Kurve gekriegt und viel Richtiges gesagt. Ja, ist genau so. Man muss ja mal sehen, das hat ja jetzt gar nichts mit einer gestiegenen Nachfrage zu tun, dass der Ölpreis so nach oben zieht. Also, dass das eben so ein Konjunkturimpuls wäre, dass man hoffen könnte, jetzt kriegen wir wieder blühende Landschaften nach Helmut Kohl, sondern das hat ja ganz andere Gründe. Sie haben es schon gesagt, Driving Season. Wichtiger Grund, warum das jetzt so steil hochgeht, ist ja auch, dass wir in den letzten Jahren am Kapitalmarkt sehr, sehr skeptisch für den Ölpreis waren. Zu Recht skeptisch, weil es ja eine wahnsinnige Überproduktion gibt. Fracking, Saudi-Arabien, Iran, Irak, brauche ich nicht zu erzählen. Und alle am Kapitalmarkt hatten sich ja darauf eingestellt, das geht immer weiter runter. Und jetzt wurden eben die Short-Positionen eingedeckt. Und von diesen Eindeckungen der Short-Positionen, da sind erst 30% vollzogen. Das heißt, 70% der in den letzten Monaten aufgebauten Short-Positionen, die sind noch am Markt. Und da ist immer die Frage, wie bei der Reise nach Jerusalem, wann hört die Musik auf, wann verliert der Erste die Nerven, wann verliert der Nächste die Nerven und muss seine Positionen eindecken. Und das sehen wir da im Moment. Und das wird sich dann, wie ich habe das ja in unseren verschiedenen Sendungen schon mehrfach gesagt, noch mindestens bis Mai, längstens bis Juli fortsetzen. Und im zweiten Halbjahr, wenn wir dann, wie Herr Rainer schon sagt, auf die Tiefs wieder zurückkehren. Ja, können wir wieder Heizöl kaufen, meine Damen und Herren. Wenn wir schon mal die Kurve zurechtlegen und sagen wir 30 Euro, da kommt Heizöl wieder ran. Welche Strategie fährt man jetzt? Bleibt es auch so volatil oder hat Draghi jetzt für ein bisschen mehr Ruhe gesorgt, dass es jetzt so peu à peu nach oben geht oder... Also ich persönlich glaube, dass wir in einer Woche über die Draghi-Geschichte, über die EZB-Entscheidung nicht mehr sprechen werden. Wir werden uns wieder anderen Themen widmen. Hier wird Öl weiterhin ein interessantes Gesprächsthema bleiben. Ich denke, auch Gold sollte man weiterhin im Auge behalten. Das sieht auch sehr interessant aus, was da die letzten Wochen passiert ist. Ich denke, das werden die beiden dominierenden Faktoren sein. Ich glaube, über die EZB-Entscheidung werden wir schon bald nicht mehr sprechen. Nee, wir werden nicht drüber sprechen, aber das Geld muss irgendwo hin. Wird das Geld, was jetzt noch neu kommt, den DAX auch wieder nach oben treiben? Herr Klinzing, Sie haben eben schon von Blasen gesprochen. Wird es jetzt dem DAX wieder gut gehen, sagen wir mal, zumindest über 10.000? Ja, also wenn man nachher die DAX-Wetten abgibt, dann bin ich da schon auch gleich mal vorweggegriffen, leicht über der 10.000er-Seite, aber nichtsdestotrotz, das ist auch eher nur eine ganz kurzfristige Erwartung von mir. Also ich denke auch, und da bin ich auch voll beim Herrn Klinzing, dass perspektivisch auch die jetzige Entscheidung eben vom Draghi eher sich als durchaus negativ für den DAX herausstellen könnte und eher auch dazu taugt, die Korrekturphase eher noch fortzusetzen. Also weder vom DAX, muss ich sagen, wie aber auch vom S&P 500-Index an der Wall Street würde ich mal auf Sicht zumindest mal von den nächsten 3 Monaten so etwa mal gemünzt allzu viel Positives erwarten und bin da weiterhin ganz klar eher auf der skeptischen Seite. Ja, was mache ich dann? Keine DAX-Aktien, keine US-Aktien, da läuft alles nicht viel. Wo gehe ich hin, Herr Glänzing? Japan? Ja, Japan läuft ja im Moment ganz gut. Ich muss sagen, ich bin ja da nicht unbedingt der kompetenteste Ansprechpartner. Ich habe ja im Dezember Japan hier die Fahne gehisst und gesagt, ah, das wird aber mal ein super Markt für 2016.
Und dann ist er ja abgekippt und hat sich jetzt, gut, hat sich jetzt 15% erholt, aber ich hatte eigentlich mehr davon, von mehr versprochen im Moment, von der japanischen Situation, die eigentlich besser sah als an anderen Kapitalmärkten. Interessanterweise jetzt auch zum allerersten Mal sind die Renditen der Unternehmen höher als die in Europa. Das gab es meines Wissens noch nie. Und also Japan ist schon grundsätzlich auf einem guten Weg. Die japanischen Anleger, die kaufen auch wieder selbst, die japanische Notenbank kauft ETFs. Also da ist schon eine Nachfrage da. Wir sind im Frankfurter Börsenbrief auch nach wie vor in Japan übergewichtet. Allerdings gibt es auch immer so viele Störfeuer. Ich würde sagen, man sollte einen Teil in Japan machen. Ihr Schmidt-Bauer sagt in Gold auf jeden Fall auch einen kleinen Teil. Und was jetzt richtig läuft, das hören wir ja gleich bei unserem Podcast. Ja, da sind wir schon wieder einen Schritt voraus. Ganz sicher, ja, meine Damen und Herren, da gibt es ein Steinchen mit einem ganz bescheidenen Hebel von über 40. Da freuen wir uns schon drauf. Für dich ist egal, welches Land. Na, Hauptsache, die Aktie ist gut, das Management macht einen guten Job und es läuft im Geschäftsumfeld. Machen Sie denn, Herrn Schmidt-Bauer, heute eigentlich noch einen Antrag? Sie fassen ihn ja schon zum dritten Mal an den Arm. Soll ich Sie anfassen? Ach, nee, danke. Ja, alles klar. Eigentlich dann egal, ne? Ja, es ist natürlich richtig, dass es immer wieder Länder gibt, die besonders gut laufen, die sich besonders hervorheben. Mein Ansatz ist aber wirklich eher der, in das Unternehmen selbst reinzuschauen, sich das Management anzuschauen, sich vor allem die Kommunikationspolitik anzuschauen. Ist ein Management in der Lage, eine Geschichte vernünftig zu verkaufen? Stimmen die Zahlen? Und dann wird man eigentlich überall fündig. Da würde ich mich eigentlich nicht so gerne auf ein Land dann festlegen. Na, man muss nur suchen, ne? Klitzing, einmal für Sie noch und dann... Ich will auch. Herr Rainer Schweiz, Sie haben die Woche bei Bernecker TV bei den Topics auch unter anderem mal ein Auge in die Schweiz geworfen. Ja, auch ein aussichtsreicher Markt zurzeit. Ja, also würde ich schon sagen, also jetzt nicht unbedingt auch, weil da jetzt umsatz- und gewinnseitig die Bäume da in den Himmel schießen, aber doch, weil es einfach für das insgesamt doch sehr zurückhaltende Risikoverhalten an den Aktienmärkten und die doch eher negative Risikowahrnehmung, denke ich, ein relativ probater, eher schön defensiver, gut eher auf Wachstumsstabilität ausgerichtetes Marktsegment eben auch ist mit seinen Strukturen. Und deshalb wäre für mich, denke ich, auch Schweiz weiterhin ein durchaus interessanter Markt, also gerade jetzt in der Risikowahrnehmung, der da sehr aussichtsreich auch weiter gespielt werden kann. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen die Schweiz und da ist auch wirklich der Herr Rainer gut dabei, nämlich er hat schon im Oktober vergangenen Jahres bei unserer Sendung Bernecker TV bei Topics ein Aktienkörbchen mit 6 Inhalten, mit 6 Werten vorgestellt für den SPI-Index und wenn man den vergleicht, bis zur letzten Sendung am vergangenen Dienstag hat dieses Aktienkörbchen ein Plus von über 11% erwirtschaftet. Im gleichen Zeitraum hat der SPI 2% verloren und der DAX über 8. Also Sie sehen, der Herr Rainer stellt da schon ein paar nette Dinge zusammen für Sie. Also mal reinschauen bei Bernecker TV. Aber jetzt ist genug des Eigenlobes. Herr Rainer, dafür kriege ich nachher noch ein Bier. Ne? Aber wir machen. Jetzt gucken wir mal in den Stresstest rein, meine Damen und Herren. Das kleine Sümmchen von 7 Milliarden Euro, also oder fast 7 Milliarden Euro unterm Strich, hat gefehlt bei E.ON in der Kasse. Herr Glitzing, ist es nur wieder ein weiterer Baustein dafür, dass man eigentlich eine große Mauer um die Versorger ziehen sollte? Tja, von Witwen und weißen Papieren kann man da jetzt noch nicht mehr unbedingt so reden. Und auch die Kommunen, die schauen ja inzwischen ein bisschen doof rein, dass die da jetzt nicht mehr ihre Dividenden bekommen, auf die sie ja jahrelang so gesetzt haben. Ja, um die Versorger, natürlich wird das irgendwann mal eine Turnaround-Story und für mutige Anleger, die können da reingehen. Aber man muss ja einfach mal sehen, dass die Großhandelspreise für Strom seit 2002 um 75% gefallen sind. Ja, und es ist da kein Ende in Sicht, weil es einfach viel zu viel Strom überall gibt. Der Verbraucher hat davon auch ja was. Der hat ja, zahlt ja inzwischen doppelt so viel wie in der Zeit. Sodass man sagen kann, das hat sich ja alles richtig gelohnt. Sowohl für die Unternehmen wie für die Verbraucher. Also da ist Deutschland schon ein bisschen in der Sackgasse, muss man ganz klar sagen. Ja, ich glaube, dass man noch ein bisschen abwarten sollte bei den Versorgern. Die Strategie von E.ON ist für meine Begriffe richtig, sich zu teilen. Uniper ist ja, glaube ich, die Abspaltung dann. Und dass man sich dann neu aufstellt in Richtung regenerative Energien auf der einen Seite und das andere Geschäft, was mehr oder weniger in die Bad Utility kommt, wenn man das mal mit dem Bankensektor vergleichen will,
Ich denke, das ist der richtige Weg. Natürlich stehen noch Unsicherheiten im Raum. Wie ist das mit dem Abbau der Kraftwerke? Wer trägt dafür die Kosten? Wobei das ja gar keine große Frage ist. Es wird natürlich der Steuerzahler sein, der dafür herhalten muss. Und die Versorger, wo kämen wir denn da hin? Nein. Also da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Aber die Unsicherheit wenigstens pro forma noch in der Öffentlichkeit hält die Kurse noch. Ja, da kommt dann so schön wie in der Werbung, ne? Ein Foto oder ein Bild vor den Kraftwerken, ne? Und E.ON, wie werden die zurückgebaut? E.ON, schaffst du das? Und dann kommt die Stimme und sagt, klar, Frau Merkel hilft uns. Ne? Ist das eigentlich, warum greift eigentlich kein anderer Zug beim Kurs? Wenn wir sind bei E.ON, dann könnte man ja vielleicht auch sagen, E.ON wird mal ein Übernahmekandidat. Aber ein Zeichen dafür, dass da überhaupt nichts läuft, dass die auch keiner haben will. Geh mir weg mit E.ON, weder Aktien noch Übernahme. Also ich hatte gerade schon über den Faktor gutes Management gesprochen. Bei E.ON ist das leider nicht der Fall. Ich fand auch diese Geschichte jetzt mit der Abspaltung, das ist handwerklich schlecht gemacht. So eine Abspaltung kann man natürlich machen, dann muss man aber den positiven Wind, der sich daraus ergibt, auch nutzen. Dann kann man nicht mit solchen Zahlen ein paar Monate später um die Ecke kommen. Das ist kommunikationspolitisch einfach ein absolutes Desaster, was da gelaufen ist. Und deswegen ist auch diese positive Wirkung, der positive Effekt aus der Abspaltung total verpufft. Man sieht es am Kurs, es geht weiter nach unten und ich glaube, hier sollte man einfach die Finger von lassen. Ich wundere mich auch, dass es immer noch so viele Zuschauer und Leser gibt, die nach der Aktie fragen. Es gibt so viele hunderte interessante Papiere, die E.ON, die muss man wirklich nicht haben. Ja, aber da kommst du bei E.ON mit Wind. Wind hat die jetzt 20 Jahre lang nicht interessiert, ja? Die haben ihre Atomkraftwerke und dann kommst du mit Wind. Es ist einfach die pure Hilflosigkeit. Das alte Geschäftsmodell ist zerstört worden, das muss man klar sagen. Und jetzt ist man verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Anker, nach einem neuen Hafen und man findet nichts. Man kann auch das, was man da tut, nicht wirklich gut verkaufen. Kein gutes Investment. Aber sie werben damit, dass sie jetzt zum Beispiel die Solaranlagen warten, die andere gebaut haben, mit denen andere Geld verdient haben, die darf E.ON dann warten. Das macht ja sonst auch keiner. Nee, macht nur E.ON. Das macht nur E.ON. Ja, wie steigen wir jetzt ins Solargeschäft ein? Wir warten erstmal, ne? Und dann, was ja, ein kleines Beispiel, wir warten. Herrlich! Oh mein Gott! Komm, Sie dürfen das Messer, was E.ON im Rücken hat, noch rumdrehen. Nee, das kann ich leider auch nicht, also... Ich hätte es mal so gesagt, für mich ist E.ON schon noch irgendwo ein Witwen- und Waisenpapier, weil wenn vor ein paar Jahren ein männliches Familienoberhaupt vielleicht mal gedacht hat, das ganze Vermögen der E.ON-Aktie angelegt zu haben, also dann könnte ich mir vorstellen, wird diese Familie im Moment fast nur noch aus einer Witwe und ein paar Waisen bestehen wahrscheinlich. Und insofern, sehr schön. Und, das war lustig. Ne? Und also insofern denke ich mal, also von der fundamentalen Bewertung her, habe auch mal geschaut jetzt in der letzten Erhebung von diesem statistischen Schätzungs- und Datenerhebungsinstitut Statista, ist noch so Ende 2015 gewesen, 81% der Energieerzeugung von E.ON entfielen da immer noch auf die konventionelle Energie. Gerade da haben sie jetzt 8 Milliarden Abschreibungen für ihre konventionellen Kraftwerke hinnehmen müssen. Und wenn sich das natürlich in der Geschwindigkeit eben fortsetzt, extrapoliert auf 81% Erzeugungsanteil, wie gesagt, in konventioneller Energie immer noch, dann kann man sich da schon leicht ausrechnen, was da in den nächsten Jahren selbst auch noch weitere Abschreibungen für E.ON auf dem Plan stehen könnten. Und deshalb würde ich auch sagen, von den auch einfach abschreibungsbedingten Belastungen durch die Energiewende würde ich weiterhin auch in den nächsten Jahren von Investment in die E.ON also ganz klar abraten. Nein, so haben sie das Messer doch rumgedreht im Rücken. E.ON ist weg, meine Damen und Herren. Also, wenn irgendeine Aktie hier schon mal so sank und klanglos durchgefallen ist, dann ist es E.ON. Lassen Sie einfach die Finger davon, es gibt spannendere Investments. Wenn Sie sich unschlüssig sind, ob Sie vielleicht auch noch einen Wankelkandidaten in Ihrem Depot haben, schicken Sie uns eine E-Mail. redaktion@bernecker.tv, Stammtisch, Vorschlag für den Stresstest und dann besprechen wir die Aktie hier. So ja auch geschehen nach den Zahlen von E.ON. Da hagelt es hier nur so E-Mails, was machen mit E.ON, und wir können es auch immer wieder nur betonen. Finger weg, Finger weg, Finger weg, meine Damen und Herren. Jetzt kommen die Sachen, die wirklich heiß sind. Herr Klinzing. Wir fangen an mit dem soliden Stefan Schmidt-Bauer. Der Einzige, der hier heute mit einer Aktie auftaucht. Das ist irgendwie so wie aus dem alten Film da mit
Sean Connery, wo er sagt, der typische Italiener, kommst mit dem Messer zu einer Schießerei, ne? Hier ist die Sache am Gange und du kommst mit Sixt. Ja, du hast ja vorhin gesagt, du bist ja gar nicht mit dem Anspruch hier, um zu gewinnen. Insofern erklärt das natürlich einiges, das werden wir dann auch gleich sehen. Bei dem Papierchen, das du ausgewählt hast, ich habe mich für die Sixt entschieden, ganz einfach, weil es ein sehr, sehr spannendes Unternehmen ist. Wir haben hier eine Branche, die aus meiner Sicht ziemlich unterschätzt wird momentan. Es geht nicht nur so sehr ums Autoverleihen, um das Autoleasen, sondern es geht darum, wie entwickelt sich die Mobilität in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass es in 10 bis 15 Jahren so sein wird, dass der Besitz eines Pkw eine wesentlich geringere Rolle spielen wird, als es momentan der Fall ist. Man wird leihen, und zwar on demand. Das heißt, wenn ich heute ins Kino fahren möchte, dann bestelle ich mir mit meiner App auf dem Handy ein Auto. Das Auto kommt zu mir nach Hause, autonom gefahren, ohne Fahrer. Ich steige an, das Auto bringt mich zum Kino, ich steige aus und das Auto fährt woanders hin. Und ich glaube, dass Sixt ein Unternehmen ist, das von der Infrastruktur, von der Logistik, das sie haben, wirklich sehr gut aufgestellt ist, um von diesem Markt zu partizipieren. Und auf Sicht von 2 Wochen ist die Aktie einfach deshalb spannend, weil der Chart nicht schlecht aussieht, weil demnächst Zahlen kommen und was man so hört, sollen die nicht allzu schlecht ausfallen. Ich dachte, das Modell, was du gerade beschrieben hast, kommt schon in den nächsten 2 Wochen. Das wird noch ein bisschen da. Zurück in die Zukunft, meine Damen und Herren. Da kommt der DeLorean vor die Tür und holt sie ab. Dann ist die Frage, ob wir zwei da noch reinpassen in die Karre. Können wir die Türen abschrauben, ganz sicher. Weil er hat doch Flügeltüren, die können wir oben lassen. Müssen wir nicht zumachen. Ja, jetzt zu meinem Scheinchen. Ich nehme einen Call auf die Lufthansa. Ich habe nur einen Hebel von 5. Da habe ich gedacht, der Draghi-Effekt treibt alle Boote erstmal nach oben, die Lufthansa mit. Und nächste Woche gibt es Zahlen, niedriger Ölpreis, ganz klar. Da rechne ich natürlich auch mit guten Zahlen. Und dann könnte die Lufthansa was vielleicht... Was wegen des niedrigen Ölpreises jetzt, oder was? Ja, nein, überhaupt. Die haben ja jetzt in den vergangenen 3 Quartalen schon mit guten Zahlen geglänzt. Unabhängig vom Ölpreis. Und ich denke, dass sie auch einen guten Jahresabschluss hinlegen werden. Streik ist mal wieder kein Thema. Ich denke, Lufthansa hat Nachholpotenzial, Luft nach oben. Und jetzt mit den Milliarden vom Draghi geht es vielleicht ein bisschen nach oben, die Zahlen dann noch. Deswegen habe ich mich entschieden für einen Turbo-Call auf die Lufthansa mit einem Hebel von 5. Allerdings, meine Damen und Herren, muss ich Ihnen sagen, mit dem Hebel sehe ich ganz blass aus. 5? Gegen das, was da jetzt kommt. Da ist ein Hebel. Ja, gut. Ist ja aus dem Seniorenstift. Ja. Ihr Hebel war 54? 44. 84, Entschuldigung. Ja, also, ein Hebelchen bitte. Von 44 auf den T-Bone Future 30 Jahre. Das ist natürlich eine Gewalt, aber die Gewalt liegt auch heute schon deutlich vorne. Ne? Ja, nicht deutlich, aber hat sich heute schon erst gut entwickelt nach der EZB-Entscheidung gestern und ist dann wieder ein bisschen in die Gegenrichtung, aber ich bin da schon sehr zuversichtlich. Wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, Inflation in den USA wird zunehmen. Das liegt natürlich auch am Ölpreis und ich denke auch, dass die Konjunkturdaten jetzt für das Dienstleistungsgewerbe sich wieder erholen werden. Und der Hauptaufhänger dafür, dass ich bei T-Bone Short gehe, ist neben diesen Konjunkturdaten, neben der Inflation, dass Japaner und Chinesen die T-Bonds im großen Stil verkaufen. Die Chinesen lösen ja ihre Reserven auf, um die eigene Wirtschaft zu stützen. Das heißt, da kommen T-Bonds an den Markt. Und die Japaner, die haben jetzt auch erstmal seit 6 Monaten netto mehr verkauft, als sie gekauft haben. Und das sind die beiden größten Gläubiger. Und wenn die Material in den Markt schmeißen, kann der Kurs nur sinken. Und das ist meine Spekulation an den Zuschauer vielleicht gesagt. Wäre nicht ganz schlecht, wenn man hier mal mit einem Stop-Loss absichern würde, bei, weiß ich nicht, 2 Euro oder so, dass man da keinen Totalverlust erleidet. Wenn ich hier nächstes Mal die Runde schmeißen muss mit 100% Minus, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, wahrscheinlich nicht, aber Möglichen, dann muss der Zuschauer da keine ähnliche Totalverlust haben. Aber wir werden diesen Schein auch im Frankfurter Börsenbrief weiter begleiten. Aber ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass man da auch, und wenn es normal läuft, ohne externe Schocks in 2 Wochen mal 20-25% mitmachen kann. 20 bis 25? Nur ich dachte, jetzt kommt 100 oder so. Herr Klinsing. Nein. Okay, na gut. Herr Reiner, wie hoch ist denn Ihr Hebel auf Coca-Cola? Nur 10. Na, ich bin ja, siehst du, sagst du mit deinem Schein. Ich habe hier nur 5, da kommen 5, 45 und 10. Für Coca-Cola, warum steigt denn Coca-Cola? Warum muss man die jetzt mit 10 hebeln? Ja, also ich habe auch unabhängig vom Ölpreis mich für Coca-Cola entschieden. Sieht ja fast genauso aus. Eben, deshalb auch. Nein, nee, weil ich einfach gesehen habe, das war wirklich eine rein charttechnische Erwägung. Es sind jetzt sehr schön über eine etwa einjährige Konsolidierung
hinweg sind sie jetzt endlich auch mal wieder stärker nach oben ausgebrochen. Ich denke eben, wie gesagt, es ist weiterhin eine Risikowahrnehmung oder sollte es eher bleiben an globalen Aktienmärkten, die eher Richtung Defensive orientiert ist, was auch der Coca-Cola eher gut tun sollte. Und hinzu kommt eben auch, was im Moment natürlich auch in dem Umfeld niedriger Zinsen zuletzt mal wieder gefragt war, das sind Dividendentitel. Insofern auch, dass eine Coca-Cola also bei etwa 3,2% Dividendenrendite steht, ist ein Effekt, der im Moment der Aktie ganz klar eben gut tut. Und deshalb denke ich, in diesem allgemeinen Marktumfeld bin ich ja doch sehr optimistisch, dass auf Sicht der nächsten zwei Wochen zumindest, solange das Tippspiel läuft, die Coca-Cola weiterhin einen relativ guten Start macht. Also längerfristig würde ich ja auch nicht halten wollen, aber für zwei Wochen soll es ausreichen. Okay, also Sie sehen schon, meine Damen und Herren, das ist hier alles mit heißer Nadel gestrickt, was wir uns rausgesucht haben, bis auf die Aktie von Zig. Ja, ganz grundsolide. Die muss man für die nächsten Jahre auch haben. Nicht ja, genau. Nicht nur für zwei Wochen, sondern auch für die nächsten Jahre. Ganz ja, wichtig, tolles Unternehmen. Ja, gehe ich auch mal von aus, ne? Aber wir spielen halt nur zwei Wochen. Ja, nächste Woche kommen die Zahlen mal sechs, dann lass dich mal überraschen. Dann machst du auch eine Gewinngrenze, wo du aussteigst? Ich werde nachträglich einen Hebel noch einbauen. Okay, ja. So, meine Damen und Herren, wir gucken uns das Ganze nochmal im Überblick an. 15,45. Der Umfang war mit dem Hebel von 44. Der Turbo Bär auf den T-Bond. Coca-Cola haben wir den Call. Das ist 3x10, ne? Also auch Absicht der Rainer. CCC, Call Coca-Cola. Genau. Ja. 3x10 bedeutet Hebel 10, meine Damen und Herren. Turbo Lufthansa ist ja gegen Pillepalle mit einem Hebel von nur 5. Und dann kommen die Aktien von Sixt ungehebelt. Ich wünsche dir, dass du damit gewinnst und uns allen die lange Nase. Das ist sehr freundlich von dir, sehr kollegial. Ja, so bin ich nun mal. Ne? Nehmen wir alles gerne mit, meine Damen und Herren. Wir haben also die Aktien und unsere Scheine jetzt vorgestellt. Jetzt bleibt nur noch eins. Wir gucken aufs Tippspiel und schauen, ob jemand von Ihnen ein Abo gewonnen hat. Und Sie haben es mal wieder geschafft, meine Damen und Herren. Es geht ein Abo für 3 Monate zur Probe aus unserem Haus raus. Und zwar nach Österreich zum Herrn Bannhofer. Der hat gewonnen. Der hat 9.725 getippt und war damit am nächsten dran. Herr Bannhofer, E-Mail an uns. Dann können Sie sich einen Brief aus unserem Hause für 3 Monate aussuchen und kostenlos lesen. Sie dürfen aber auch gerne Bernecker TV nehmen. Alles, was Sie möchten, kriegen Sie von uns kostenlos für 3 Monate zur Verfügung gestellt. Dann kommen wir zum DAX-Tipp. Der einzige über 10.000, haben Sie es schon gesagt, Herr Rainer. Sie haben die ganze Spannung vorhin weggenommen. Jetzt sage ich 10.020, also sind für die nächsten 2 Wochen, ist bei Ihnen der Draghi-Effekt da. Ja, es gab immer noch die Spannung, wie viele Punkte über 10.000. Ja, ach so, die habe ich dann weggenommen. Asche auf mein Haupt. 20 gerade mal. Ja. Also es kann durchaus sein, das denke ich mal nach Draghi, der DAX jetzt zumindest mal für die nächsten 2 Wochen vielleicht nochmal etwas freundlicher ist. Also längerfristig positive Impulse würde ich mir davon also auch schon nicht mehr versprechen, aber zumindest mal für ein kurzfristiges Auflackern könnte es eben gut sein. Und ich hatte auch eher mit was Positivem von, also zumindest mal kurzfristig Stimulierendem von den Draghi-Entscheidungen gerechnet. Und insofern fühle ich mich da mit diesem Tipp über 10.000 diesmal ganz wohl. Ja, Herr Sie, bei Ihnen erreicht der Draghi-Effekt keine 2 Wochen lang. Ne? Sie sind da schon wieder ganz schön unterwegs nach unten. Ja, ich dachte, bevor wir hier alle im harmonischen Einheitsbrei ertrinken, tippe ich mal in die andere Richtung als alle anderen und gehe nach unten. Ich meine, 9.280 hätte ich getippt. Nein, da war nur keine 8 dabei, 9.200. 9.200, ja, ich denke, dass da so ein Sell-on-Good-News-Effekt einsetzen wird. Und den Markt nochmal ein ganzes Stück zurücknehmen wird. Und deswegen mein etwas skeptischer Ausblick. Das würde meinem Turbo-Call auf Lufthansa total gefallen, wenn er da unten steht. Hervorragend. Deswegen muss ich natürlich die ganze Sache auch ein bisschen positiver. 9.917 habe ich getippt. Also wir verharren da und nur Lufthansa steigt. Das ist mein Ausblick für die nächsten 2 Wochen. Und Sixt natürlich. Sixt geht durch die Decke nach den Zahlen. Aber du hast auch ein bisschen vorsichtiger getippt. Ne? Aber 9.800. Ich denke, das ist eigentlich die typische Reaktion nach so einer EZB-Entscheidung, dass es mal nach oben geht, nach unten geht, und am Strich sind wir dann wieder da, wo wir vorher standen. Und ich glaube, so wird es ja auch laufen. 9.800, glaube ich, ist ein vernünftiges Maß. Da wird es hingehen. Okay, dann, meine Damen und Herren, sind Sie jetzt an der Reihe? Tippen Sie besser als wir oder
Tippen Sie es nicht. Aber Sie dürfen natürlich mittippen und ein Abo aus unserem Hause gewinnen. Wir gucken nochmal drauf, wie wir getippt haben. Hier ist die Übersicht. Bernhard M. Klinzing 9200, Matthias Reiner 10.020. Ich habe mich mit meinem Tipp vertan. Ich habe 9.997 und Stefan Schmidtbauer hat 9.800. Da unten sehen Sie die E-Mail-Adresse redaktion@bernecker.tv. Da schicken Sie Ihren Tipp bitte hin. Einsendeschluss ist der 16.3., so rum muss es sein, 2016. Sie tippen, wo der DAX am Donnerstag in 2 Wochen steht. Also nicht ganz 2 Wochen, sondern 1 Woche und 6 Tage. Da zur Eröffnung müssen Sie den Kurs vom DAX tippen. Ist natürlich jetzt viel einfacher, nachdem wir gesagt haben, wann der DAX wo stehen muss. Ne? Also meine Damen und Herren, jetzt sind Sie an der Reihe. Ich darf mich bei Ihnen nur noch bedanken, dass Sie uns zugeschaut haben. Dankeschön dafür. Dankeschön in die Runde, dass Sie uns so kompetent Auskunft gegeben habt. In 2 Wochen, meine Damen und Herren, sehen wir uns dann wieder. Wenn Sie es aber bis dahin nicht aushalten können, habe ich noch einen Tipp für Sie. Wir sind nämlich morgen in Düsseldorf auf dem Börsentag im Classic Remis. Da ist Börsentag, da ist ein Stand von Bernecker und da sind wir dann. Auch Herr Klinzing ist auch da. Also wenn Sie Herrn Klinzing persönlich kennenlernen möchten, kommen Sie einfach dahin. Ich bin auch da, mich müssen Sie nicht kennenlernen, aber Herr Klinzing lohnt sich natürlich. Kommen Sie einfach vorbei, kommen Sie zu uns am Stand und dann können wir uns da auch ein bisschen unterhalten, wenn Sie Lust haben. Morgen also Börsentag in Düsseldorf. Machen Sie es gut, schöne Aussicht. Wenn wir uns morgen nicht sehen, dann bis in 2 Wochen.